Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Vorige Folge ist sehr kurz gekommen, hat aber mit meiner Heiserkeit zu tun gehabt. Und diese Folge... Wo bin ich jetzt nochmal? Warte. War hier nicht ein... Genau, hier ist ein Schacht, hier sind wir runter. Und da vorne war dann ein Dokument. Mal gucken eben, ob das... noch hier ist. Nee, haben wir schon eingesammelt. Alles klar. Gut. Ich habe immer noch so ein bisschen Restnachhallen. Also, nicht wundern. Das ist noch nicht so ganz weg. Wir haben noch zwei Batterien. Was vorher passiert ist, einmal kurz. Der Doktor hat uns verfolgt. Wir sind jetzt hier durch den Schacht und ich hoffe, wir sind jetzt bald mal hier fertig mit dem. Hier kann man sich verstecken. Unter den Betten. Und ansonsten... Es sieht hier sehr ähnlich aus wie die Gänge vorher. Ja, es gibt, wie es aussieht, nur eine Möglichkeit weiter. Das ist da vorn. Und da ist dieses komische Bibelzeichen, du. Vielleicht treten wir hier gleich auf Vater Martin oder so. Ja gut, gehen wir mal rein. Ja, ich mag das Spiel immer noch nicht so ganz. Also es ist sehr nervenaufreibend. Also wer ein bisschen Nervenkitzel braucht, perfektes Spiel für dich. Wer lieber RPGs zockt, nicht so gutes Spiel für dich. Ja. Wir gucken uns weiter um. Wie wär's mal mit einer Batterie? Bisschen. Nee, da kann ich nicht durch. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist ja doof. Der ist jetzt... Oh, das ist scheiße. Das war eine dumme Idee, oder? Ich komme nicht mehr oben durch den Schacht. Und ich... Ich kann auch nichts dahin schieben, oder? Kann ich was dahin schieben? Ja, ich habe mich wahrscheinlich nicht gut genug umgeguckt. Weißt du was? Ich mag es zwar nicht, aber... Ich hätte vielleicht eine Tür noch da lassen sollen. Das wäre bestimmt eine gute Idee gewesen.
Bitte gehen Sie wieder. Ja. Fände ich echt klasse. Der campt jetzt vor der Tür. Ja, Vase. Geht er jetzt nicht mehr hier weg? Rennen war Umschalttaste links. Meine Überlegung. Tür auf. Tür auf. Ich renn los, weil alle Türen sind hier offen. Ich renn los. Aus dem Dingens raus. Über die. Wie heißt es? Über diese Durchreiche. Und dann durch die Tür, die hier aufgehämmert hat. Wie wär's, wollen wir es versuchen? Bleibt uns ja nicht viel übrig. Ja. Let's fucking go. Ach, hier sind wir wieder. Ciao. Oh, fuck. Wir haben da so ein kleines Problem. Ich hab mich verirrt. Shit. Ich bin in die falsche Richtung. Was machen wir denn jetzt? Fuck. Warte mal. Wir sind jetzt hier in dem Raum oben. Hätten aber eigentlich zurück in den Gang. Also hier muss ich wieder raus. Muss, also aus dem Raum hier. Muss links abbiegen. Da, wo ich die Tür zugeknallt habe. Muss wieder links. Ja, warte mal. Muss hier raus. Muss links abbiegen. Muss durch die Doppeltür, weil ich die Tür zugemacht habe. Muss nach links abbiegen. Da war, glaube ich, noch eine Tür, bin mir nicht ganz sicher. Den Gang komplett runter und da dann links, da ist der Aufzug. Da müsste aber auch der Schacht sein, wo ich rein kann. Let's fucking do this. Und jetzt? Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ah! Ja. Nice. Nicht. Ich hab nur noch eine Batterie. Fuck. Fuck. Wir müssen nach unten, oder? Durch da. Nice.
Wo sind wir denn hier? Teamwork, Teamplayer Award. Patrick Virginia, Employee of Mercop, who best amplifies the team concepts. Ja. Dokumente? Keine? Wir hören schon wieder im Gang. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Bin ich mal gespannt. Nicht. Okay. Batterie, bitte. Wieder speichert. Fuck. Lass uns mal ein bisschen umgucken. So, hier ist eine Tür. Hier geht's durch, da ist ein Korridor. Ich kann nur den kompletten Korridor runter. Und es sieht aus wie so ein Platz, wo der Fetzer kommen könnte. Fuck. Ja, komm, es hat gespeichert. Was soll ich denn noch groß machen? Like the others. Meet me outside. We're close now. Wir sind nah. Das hört sich nicht gut an. Das ist bestimmt dieser Wallrider, ne? Hm. Ich hab noch Batterie. Alles gut. Ja. Nee. Da, Dokumente. Ich wusste es doch. Nee. J. So, Trager. Von Trager. Ist das nicht der Doktor von oben? An P. Walsch. Sehr geehrter Mr. Walsch, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna. Entschuldigung. Und behandeln Sie ihn fortan als Patienten von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Oh, armer Kerl, du. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Trager, Murkoff, RD. Ja, mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Fuck. Hä? Ach, Batterie. Nice. Können wir auch mal nachladen. So. Ja, falls sich einer wundert, warum ich vielleicht ein bisschen leise rede oder warum es vielleicht doch ein bisschen noch auf der Stimme liegt, wir haben 5.40 Uhr morgens. Ich dachte mir, ich komme jetzt gerade so selten zum Aufnehmen. Hat sich ein bisschen was arbeitszeittechnisch geändert. Dass ich
einfach mal vor der Arbeit mich hinsetze. Wie soll ich denn jetzt hier lang? Wo komme ich jetzt weiter? Ach, hier. Speichert. Und du bist... Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Yeah. Oh, there's a kitchen, okay. Wo lang? Haben wir hier was? Nein. Okay. Hier ist eine Engstelle. Ich mag die Musik nicht. Ich mag die gar nicht. Das sind Dokumente. Wenn Sie die Dinge... Warte mal, wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ah ja. Mehr gibt's dann hier auch nicht. Dann gehen wir mal in die Engstelle, ne? Ach, come on. Speichert. Okay. Why? Guck mal, hier kann man sich verstecken mit linker Maustaste. Die Tür ist aber schon im Arsch. Laundry. Cafeteria. Wir sind immer noch im ersten Stock, wie es scheint. Meine ich. Etwas für die Stimme tun hier. Okay. War ja klar. Mal schauen. Dieser ohrenbetörende, nicht betäubende, betörende Lärm ist auch wunderschön. Man kann ein bisschen was durch den Schlitz sehen. Ein ganz kleines bisschen. Das heißt, wir lassen mal den Camcorder sein. Ist er vorbei? Warte mal, wo hat er gespeichert? Okay, der kloppt jetzt hier und Sachen wieder rum. Wo hat er denn nochmal gespeichert? War das nicht hier vorne direkt am Gang? Das heißt, es wäre gar nicht so schlimm, wenn der uns jetzt wegfetzt. Wie viele Tode habe ich denn jetzt nochmal? Im Keller war einer.
Ich glaube, ich habe 3. Hat einer mitgezählt? Warte mal, Doktor hat mich, glaube ich, einmal aufgeschlitzt. Fettsack hat mich einmal oder zweimal weggeholzt. Sagen wir mal 4. 4, 5. 4, 5 Tode. Bin leider hier im Spiel nicht so gut da drin, deren Fußtritte ausfindig zu machen. Ich vertue mich da immer. Ist jetzt auf jeden Fall sehr nah. Sehr nah. Wo ist der? Er geht, glaube ich, gerade wieder vor der Tür her. Und geht jetzt da weiter. Wenn ich mich nicht vertue. Wie viel Uhr haben wir? Okay. Ja, okay, das kann ich fast da auch schon ablesen. Let's try it. What the fuck? Wie kommt's, dass der denn jetzt da war? Hä? Der hat sich die Tür aufgeböllert und geht jetzt immer im Kreis. Das ist ja scheiße. Jetzt habe ich mir nicht ganz gemerkt, wo ich lang muss. Ich höre auf jeden Fall wieder, bis der an mir vorbeigezogen ist. Der brauchte ja, glaube ich, nur 3 Hits. Wobei der Doktor brauchte auch 3, ne? Diese Special Psychos, nenne ich sie mal. Nicht die mit Knüppel. Oder Machete, die mit Knüppel oder Machete brauchen 4 Hits, um uns zu killen. Und diese Special-Psychos, die brauchen 3. Nach dem zweiten bist du schon fast durch. So, jetzt versuchen wir mal rauszuhören. Keine Chance. Keine Chance. So, meine Überlegung ist jetzt noch, ich gucke, ob er da hinten die Tür aufgekloppt hat. Ich weiß halt nicht, wo der ist, ne? Muss aber eben mal nachladen. Der müsste in der Nähe sein. Dafür ist der viel zu laut. Also wenn ich mich nicht vertue, ist er in die Richtung gerade. Oder er ist so hinter mir. Ich bin gut da drin, ne? Das ist so gar nicht. Ah, fuck it. Hat er nicht aufgekloppt. Hat er nicht aufgekloppt. Der hat was in dem... Hier, da. Da. Bin ich da richtig? Ja, in die Richtung hat er was aufgekloppt. Ja. Move it.
Ich bin in der Falle. Oder auch nicht. Wo bin ich hier? Ist mir egal, ich versteck mich mal. Aber da stand Fire Department. Entschuldigung. Da stand Fire Department, das heißt, wir können da wahrscheinlich das Feuer löschen. Schöner Monitor da hinten. Tja, der ist ja auch nicht blöd, ne? Also nicht so richtig blöd. Ja, dass der nochmal ein Coming Back feiert, ne? Unglaublich. Ja. Hab aber auch nicht so ewig viel Zeit jetzt. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen mehr ballsy rein. Also ein bisschen mehr proactive. Ich kann hier ja viel rumrennen. Dumm ist nur, dass er halt, ja, dass ich dann nicht so enorm viel Spielraum hab. Aber egal. Batterie. Da ist noch ein Spind. Hier ist auch noch ein Spind. Hier sind ein paar Spind. Okay. Mir geht es gerade darum, ob ich noch hier was finden kann. Aber wie es scheint, nicht. Okay. Komm gerade wieder hier hin. Wollen wir mal kurz warten. Ach, guck mal, hier hat man eine bessere Aussicht. Da sieht man da hinten schön das Fenster. Mal schauen. Bitte nicht wieder rauswerfen. Das tut weh. Ich würde sagen, der steht da vorne so. Im Mittelgang. Und jetzt ist er wieder umgedreht und verkrümelt sich wieder nach dahin weg. Ja. Wir müssen ins Fire Department. Es hört sich noch ein bisschen arg nah an. Ah, ist mein Tee auch alle. So. Wo haben wir denn jetzt? Jetzt ist er ein bisschen weiter weg, ne? Ja. Da ist er nicht. Wo ist er? Ah ja, da hinten ist er. Und hier ist nichts, wo ich mich verstecken kann, ne? Doch, ich kann hier so durch.
Ja, der sitzt wie in der Badewanne. Okay. Das war wahrscheinlich wichtig. Ja, kann ich jetzt von hier sehen, wo der langläuft? Ich bin schon ziemlich weit. Ich würde jetzt ungern, dass ich jetzt hier den Fortschritt wegmache. Jetzt hier nicht. Wie viel Uhr haben wir? Fuck. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich noch was aufnehmen kann. Ah, damn it. Ah, ist ein Dreck. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also, da hinten gibt es ein paar Stellen, wo ich mich verstecken kann. Ich kann im Kreis rennen, um vor ihm wegzulaufen. Wie viel Batterie habe ich? Next to nothing. Gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ich höre ihn nicht. Das ist meine größte Sorge. Ist das gerade? War das? Weil die hier so Papierwände haben. Könnte das halt von überall sein. Da oben lang wäre eine entspannte Sache. Da kommt er nicht dran. Aber er geht nicht. Ja. Let's reload. And try our best luck. Das war knapp. Das war arschknapp. Aber jetzt können wir mal gut gucken. Läuft jetzt da geradeaus. Jetzt ist die Frage. Nee, das ist zu. Müssen wir jetzt warten. Shit. Geht er denn lang? Warte. Ne, da sehe ich nichts. Er läuft ja da hinten hin. Dann läuft er rüber zum Fire Department. Da irgendwo hin. Dann kommt er wieder zurück. Kommt er wieder hier rüber. Und dann läuft er wieder da vorne hin. So habe ich es jetzt bisher mitbekommen. Ist ja ein ziemlich assi Movement. Kann ich nicht anders sagen. Das ist jetzt ziemlich asozial, wie der hier rumgeht.
dürfte nicht wissen, dass wir hier sind. Er hat uns ja auch nicht gesehen. Come on. Er geht jetzt wieder zum Fire Department, wenn ich mich nicht verhöre. Nee. Verhör mich. Wo läuft der denn lang? Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Hier gibt's aber auch echt nicht viele Verstecke, muss ich sagen. Sei mal leise! Keine gute Idee. Hört ihr das Herzchen? Das ist nie aus dem Spiel. Geh weg, Mann, verpiss dich! Bin gerade so schön weit. Ja, das war klar. Ist jetzt wieder in der Nähe hier. Schön in Sicherheit wiegen, damit man rausgeht, ne? Bin zwar blöd, aber so blöd bin ich auch wieder nicht. Ah, ich muss gleich wirklich Feierabend machen, sonst kriege ich die nicht mehr abgeloadet. Ist so doof, dass man immer nur so abschnittsmäßig speichern kann. So, ist er weit genug weg? Gefühlt haucht er mir noch in den Nacken. Und der ist wieder in der Nähe. Na? Jetzt haben wir nicht der Pimmel hier die ganze Zeit in der Ecke rum. Mann, ey. Ich meine, es ist schön, dass man die Kette hört, aber es wäre mal richtig schön, wenn man die Kette weiter weghören würde. Wäre doch schön, oder?
Also ich fände es schön, wenn man die einfach mal so richtig weit weg hören würde. Mit ihm natürlich, das ist keine Frage. Das inkludiert sich. Ja. Ja, schön. Jetzt ist er wieder sehr weit in der Nähe hier. Der Fußboden hat sich nämlich geändert. Man hört wieder die Fliesen. Das ist ein so kurzes Intervall immer, ne? Ist er weit genug? Musik sagt halt nein, ne? Das ist schon ein bisschen, das gibt schon ein bisschen weg, ne? Mit der Musik, die immer dann so richtig so abgeht, wenn er in der Nähe ist. Richtiger Einsatz, genau. So. Also von diesen beiden, von der, was war das? Die Tuba? Dude. Bin nicht so gut in Instrumenten. Das Ding. Der kommt ja gefühlt sofort wieder. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, well. Das ist immer so circa eine halbe Minute, bis der immer wieder näher kommt. Also ich habe jetzt relativ schnell gezählt, aber es ist etwa immer eine halbe Minute, bis der wieder näher kommt. Das ist eine bodenlose Frechheit. Kann ja gar nichts machen. Außer ich vertue mich. Und der ist halt immer nach einer halben Minute hier und einer halben Minute woanders, was aber sehr nah klingt. Und dann kommt er wieder hier hin. Ich würde jetzt aber mal das nächste Mal, wenn ich ihn auf dem Fliesen höre und wie er weggeht, hier raus. Und wenn er mich abmoxt, haben wir halt Arschkarte. Dann müssen wir in der nächsten Folge das wieder probieren. So. Auch mal wen anders in den Nacken jetzt. Weil wir müssen ja hier im Fire Department jetzt die Sprinkleranlage wohl anmachen. Wäre meine Vermutung, weil Wasser haben wir ja schon scharf geschaltet. Da, wo der nette Herr den ehemaligen Murkoff-Mitarbeiter gewaschen hat. Ja. Ist aber lange, bis er nicht mehr auf der Fliesen. Guck mal, jetzt ist er an der Fliesen. Das war jetzt locker eine Minute. Wenn wir immer die Minute hätten, dann könnte ich mich daran ja orientieren. Komm. Jetzt sag, verpiss dich, Mann. Geh in die Küche. Und raus jetzt. What the fuck? Was? Alter, so ein Dreck. Wo mache ich denn den Scheiß jetzt an?
Vier Minuten, sonst klappt's nicht mehr. Scheppernde Dinger. So, wir müssen mal hier rein. Damit ich mal was sehe. Wo ist das Fire Department? Hier war nur, wie es aussieht. Hier, wie heißt es? Hier war auch nur wieder ein Wasserhahn. Wir haben jetzt beide Wasserhähne an. Oh, fuck's sake. Ich weiß halt auch nicht, was meine Überlegung war. Nee, ich spare mir die Überlegung. Weil wenn er mich gleich abmoxt, ich habe jetzt nur noch 3 Minuten. Sonst müsste ich abbrechen, das wäre doof. Dann ist halt lieber ein Fortschrittverlust. Und ich habe was gelernt. Ja. Jetzt ist er aber natürlich lange nicht hier, das ist doof. So, was kann ich jetzt machen? Können wir hier irgendwo was sehen? Nee, ne? Wir sehen hier nur da vorne, das ist wie so eine Art Waschwagen, sag ich mal. So, kommst du jetzt wieder hier rüber? Oder nicht? Jede Minute, die verstreicht, ist kostbar. Jetzt wie auf diesem Ding ins Brett. Gib mir ein Zeichen! Wie heißt dieses Brett noch? Ist in Amerika ganz wild. Wo die da mit A, B, C, D war, was auch immer, und dann mit 1 bis 9, von 1 bis 9 und 0. Wie alt bist du? So. Fucking hell. Letzte Minute bricht gleich an. Dann ist meine Überlegung, sprinte ich hier raus und renne sonst zur Not im Kreis, um irgendwas rauszufinden. Er wird wieder panischer. Achso, weil der Dude jetzt kommt. Ja gut, ich kann es ja nicht ändern. So, hier sehe ich nur diese komischen Kochkessel. Da ist die Tür, die im Arsch ist. Jetzt gucken wir nochmal hier so ein bisschen durch. Hier ist ein Wasserhahn. Hier ist die Scheiße. Fucking hell. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wirklich? I have no fucking clue. Hier zurück in die Cafeteria? Nein, ne? Oder? Nee, hier muss ich nicht wieder hin. Nee, das ist auch kein Ventil. Ja gut, ich muss aufhören, denn ich muss gleich zur Arbeit. Ich will das Ding auch noch hochladen. Also, I'm sorry.
Interessant. Ja gut, ich bin schlauer beim nächsten Mal. Müssen wir leider hier abbrechen, sorry. Gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Hauen Sie rein. Tschüss.